In seiner Osterbotschaft an die Welt hat Papst Franziskus am Sonntag Russland aufgefordert, die Wahrheit über seinen Einmarsch in der Ukraine zu suchen. Außerdem erneuerte er seinen Appell zum Dialog zwischen Israelis und Palästinensern nach den jüngsten Auseinandersetzungen. Nach einer Messe begab sich Franziskus auf den zentralen Balkon des Petersdoms, um seinen zweimal jährlich stattfindenden Segen Urbi et Orbi der Stadt und dem Erdkreis zu spenden. Er sprach von der Dunkelheit und Finsternis, in die unsere Welt allzu oft gehüllt sei. Hilf dem geliebten ukrainischen Volk auf seinem Weg zum Frieden und lass das Osterlicht auf das russische Volk fallen. Tröste die Verwundeten und alle, die durch den Krieg geliebte Menschen verloren haben, und gib, dass die Gefangenen wohlbehalten zu ihren Familien zurückkehren können. Öffne die Herzen der gesamten internationalen Gemeinschaft, damit sie sich für die Beendigung dieses Krieges und aller Konflikte und des Blutvergießens in unserer Welt einsetzt, angefangen mit Syrien, das immer noch auf Frieden wartet. Stärke alle, die von dem schweren Erdbeben in der Türkei und in Syrien selbst betroffen sind. Lasst uns für alle beten, die Angehörige und Freunde verloren haben und für diejenigen, die obdachlos geworden sind. Zuvor hatte sich das Oberhaupt der katholischen Christen einige Tage im Krankenhaus behandeln lassen müssen, wegen einer Bronchitis, wie der Vatikan mitgeteilt hat. Den Petersplatz schmückte ein Teppich aus 38.000 von den Niederlanden gespendeten Blumen. An Ostern feiern Christen die Auferstehung Jesu von den Toten.